Guten Morgen, es ist der 28.08. Es ist jetzt 7:30. Im Moment ist die Stimmung eher noch so. Wie? So, wir sind noch nicht ganz wach. Und jetzt gleich schlägt die Stimmung dann um und dann ist die so. Und ich grüße auch ganz lieb meinen Vater, der hat heute Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch, Papa. Alles Gute. Auf die nächsten Jahre. Und dann werden wir jetzt gleich fleißig sein mit David und die Bänke einbauen und wieder streichen, streichen, streichen. Hier werden gerade die Bänke montiert, also vormontiert, die Halterungen dafür. So, und da kommt die Verbreiterung für diese Menschen, die nicht mehr laufen können und hinterher in der Kota nächtigen müssen, kommt die Verbreiterung, damit sie schlafen können. Und der Rest, wir können schon mal sitzen. Ja. Jawohl, wir sitzen. So schaut es dann aus, wenn die Verbreiterung hängt. Geniale Geschichte. Stimmt, Sascha? Ja. So, einmal hochklappen. Und dann gibt es da unten noch Beine oder was auch immer. Oder vielleicht ein Hängerle. Ein Aufhängerle. Gruß an mich. Gruß an mich. Unter anderem, Michi, schau mal, die Türe bleibt auf ohne Hängerle. Hat der David gemacht. Super, gell? So, jetzt kommen die Blumenkästen noch hin. Ja, sicher. Du musst ja überlegen, wenn du Blumen hast, gehen die ja nur nach oben. Okay, hast ja eigentlich recht. So, hier ist schon der Blumenkasten montiert und hier der Blumenkasten auf der anderen Seite. Also wir brauchen jetzt schweres Gerät, weil die Grillkota muss noch 10 cm verschoben werden. Ah, so ein schöner alter Traktor. Ja, da machen wir jetzt ein Seil rum und dann ziehen wir an. Nein, zum TÜV kommt der Traktor. Da muss der TÜV neu gemacht werden, deswegen wird er da rausgefahren. Der ist schon über 50 Jahre alt. Also hier wird noch geschliffen. Es ist schon fast 16 Uhr am Nachmittag. Mal in die Hütte, in die Grillkota. Da haben wir noch die Bänke abgeschliffen vorhin und lackiert und ja, man sieht schon ein bisschen hier die Bänke runtergeklappt und hier haben wir an der Wand ein bisschen geschliffen. Da waren schwarze Striemen vom Transport. Aber alles weggegangen. Morgen machen wir hier die Tür noch. Da sind Griffspuren, schwarze. Die tun wir noch wegschleifen und lackieren. Ja, hier oben auch ein bisschen. Ja, und hier sieht man noch so schwarz, wie man da hier im Eck sieht. Waren da Striemen im Holz. Naja, das waren die obersten Latten, die dort manchmal betroffen waren. Ja, aber ist schön weggegangen mit diesem Schwingschleifer. Ja, und nach dem Schleifen kommt dann immer das Einschmieren, Einstreichen. Das ist jetzt der erste Anstrich, oder? Der zweite. Ah, das ist jetzt der zweite Anstrich. Ah, super. Das ist jetzt der Tisch von innen. Für innen, ja. Oh, sieht doch toll aus.
So, ja, ist auch interessant. Diese Bögen, die kommen also oben beim Schornstein, also unterhalb dann, oder? Ja. Ja, die fassen den dann ein. Interessant, ja. Na ja, das ist jetzt dann alles durch. Muss dann innen noch gesaugt werden und nochmal abgeschliffen, die Bänke, und dann wird nochmal gestrichen. Aber das ist dann erst morgen, denke ich, oder? Das wird morgen, ja. Morgen schon dann soweit, genau. Fünf. Ich bin endlich wieder zu dem Trupp dazugestoßen. Was ich bis jetzt gesehen habe, hat mich wieder hoch erfreut. Wunderbar. Ich denke, das habt ihr ja alles schon jetzt wieder gesehen. Bänke drin nochmal gestrichen teilweise. Das Zubehör gestrichen etc. pp. Ja, und was mache ich jetzt? Ich werde mir jetzt an die Dachpappenrolle schnappen. Werd die zuschneiden, die letzten drei Stücke. Werd die aufbringen. Noch ein paar Kupfernägel reinklopfen. Und dann werd mal die Mütze aufsetzen und oben den Kamin einführen. Ja, und dann geht's auch schon innen drin weiter. So, Freunde. Ich habe jetzt die Kupfernägel schon reingeklopft. Also nicht so massiv, sondern ja. Das ist eigentlich nur ein zusätzlicher Schutz, dass die Pappe auch wirklich oben bleibt. Wie gesagt, wenn es heiß wird, wird die sich irgendwann so fest verschweißen, dass da gar nichts mehr passiert. Ich werde irgendwann auch nochmal hochgehen, wenn ordentlich die Sonne drauf knallt, und dann nochmal ordentlich andrücken. Aber jetzt wurde gerade gesagt, da liegt schon was im Grill. Da gucken wir jetzt mal schnell rein. Hui! Ja, was ist das? Irgendwas vom Angus Britannia, glaube ich. Ah! Vom Black Angus? Ja. Ach, das ist ja von uns. Ja. Okay. Hm, lecker schmeckt er. Hm, da bin ich ja gespannt. Mhm. Der David lässt mir gar keine Chance, dass ich ihm helfe. Lupft das Ding jetzt alleine da hoch. Mann oder Memme? Memme, aber eine verdammt harte. Zu dir noch, zu dir runter, zu dir runter. Da messen wir, ich glaube, da messen wir am besten jetzt die Abstände nach unten. Also Leute, wir richten jetzt das Ding erst einmal sauber aus. Oh, ich hab einen Hut gefunden. Was? Nase, mein Hut! Ah, David, leg ihn oben drauf. Dann ist das Dach auch zu. Ja, das fliegt ja noch nicht. Das. Pech gehabt, den kriegst du, wenn du fertig bist. Ja, der geht schon durch. So, weiter geht's. Und hoch und hoch. David ist schwer. Die Löcher, die tun nach hinten. Achso, die Löcher sind jetzt bei mir und der Anschluss ist hinten jetzt. Wollen wir es jetzt sehen? Ja, machen wir es so. Ja, ich glaube fast. Da müssen wir erst das Rohr unten alles eindingern und dann können wir sie von oben dann noch fixieren. Ja. Oh, du hast verfehlt! Jo! So, schaut das Ganze jetzt aus. Wir sind wetterfest. Jo. Dann werden wir jetzt einmal dann eventuell die anderen Bretter hinspaxen. So. Die sitzen alle in der ersten Reihe. Außer der David, der hat einen Stehplatz. Ich nicht, ich bin am Schaffen. Boah.
haben es immer noch spaßig. Die Verkleidungsbretter hin. Das sind jetzt so langsam die letzten, halbwegs die, nee, noch lange nicht die letzten Handgriffe. Der Grill fehlt noch. Ja, der Grill fehlt noch. Ach, und. Die Regale. Also es sind trotzdem immer noch 1 Million Handgriffe. Aber wir sind jetzt dann wenigstens mal so weit, dass wir dann die Esse reinhängen können, also den Rauchabzug, den ausrichten. Und dann können wir nämlich noch den Kamin oben von oben auch noch festschrauben. Und du hast deinen Finger nicht im Bild, weil das hast du nämlich auch schon mal geschafft. Ehrlich? Ja. Oh, gut. Schrauben wir soweit fertig und dann hängen wir die Esse rein. Wer sich wundert, was wir hier machen, wir kriegen die Esse nicht rein. Drum müssen wir schnell die Tür aushängen. Okay. So. Aber nicht mitnehmen, Richard, die brauchen wir noch. Und ein Kartoffel unterlegen. Nochmal. Schön hast du es gemacht. Schön. Ja, neue Tür für das Wohnmobil. So. Ja, mit Grad, dass wir sie jetzt reinkriegen. Ja. Und drin ist er. Du hast jetzt Haken gesetzt, gell? Ja, für die Esse zum Aufhängen. How much? 2. 4. Das ist jetzt der zweite. 4 Stück kommen rein. Was hat das für einen Zweck? Damit das nicht bommelt, oder was? Damit das Ding in der Luft hängt. Ach, das sind diese Siemens Lufthaken. Genau. Ah, okay. Die sind zwar nicht von Siemens, deswegen muss man sie festschrauben, aber ich denke, die halten trotzdem. Alles klar. So, und jetzt hängen schon die Folterketten. Und nun geht's hoch. Hoch, 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 hoch. Hoch. Mischt. 6. Komm mal, wo kommt das hier rein? Ein Viertel nach oben und festhängen. Hier lass mal hängen. So Leute, leider habe ich nicht ganz alles heute noch geschafft, was ich hätte schaffen wollen, weil ich war ja wieder mal beim Shoppen. LED-Lichterketten, 9 Meter, kaltweiß und eine warmweiß. So wie man es der Jörg im Grillschranke unterwegs Video von der Grillkota gesagt hat, kaltweiß hinten rein und warmweiß vorne rum. Ja genau, und ja, die werden wir halt dann eventuell dann morgen reinsetzen. Und auch die Grillanlage zusammenbauen. Ihr habt es ja gesehen. Oh, ich finde es so geil heute. Von außen ist es fast fertig. Vorne noch die 2 Blumenkästen. Und dann kommt noch was vorne hin. Das habe ich aber noch nicht bekommen. Aber ich habe schon Fotos gesehen davon. Innen hängt die Esse. Ob die jetzt noch, ja, man sieht es jetzt absolut nicht mit dem Licht, leider. Ob wir die jetzt dann noch etwas tiefer hängen oder nicht, werden wir dann sehen. Ich mache jetzt hier die Tür zu und gehe wieder ins Licht. Lass mich mal stellen. Was machst du da drin, Schatz? Die räumt die Lichterketten rein. Okay. Gut. Ja, dann sage ich jetzt ganz einfach mal, bis morgen, wir werden jetzt essen. Lassen es uns jetzt noch gut gehen. Sozusagen. Ja, ganz einfach. Bis morgen, Leute. Wir sehen uns. Ja, aber halt wieder etwas später. Weil ich muss ja wieder arbeiten gehen. Okay, Tschaikowski.